Jetzt läuft der Countdown wirklich. Wir können an einer Hand runterzählen. Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag. Dann ist Schluss. Dann sind die USA zahlungsunfähig, wenn Demokraten und Republikaner sich nicht einigen. Ab dem 2. August hätte der Staat mit der stärksten Volkswirtschaft der Welt dann kein Geld mehr, das er ausgeben dürfte. Unser Top-Thema heute: Schuldenstreit und keine Lösung in Sicht. Riskiert die konservative Tea Party den Staatsbankrott der USA? Das Top-Thema jetzt im ZDF-Morgenmagazin. Heute Nacht wurde es wieder nichts. Eigentlich sollten sich die republikanischen Abgeordneten im Repräsentantenhaus einigen und abstimmen über einen Kompromissvorschlag. Doch sah ihr Chef, John Boehner, sozusagen der Oppositionsführer in den USA, dass er mit seinem Kompromissvorschlag bei den eigenen Leuten scheitern würde. Und zwar bei über 80 rechtskonservativen Republikanern, die sich Tea Party nennen und die sich tatsächlich wie eine eigene Partei benehmen. Deshalb verschob Boehner die Abstimmung. Ulf Röller aus Washington. Im US-Parlament spielt sich ein Drama ab. Die amerikanische Politik droht sich gerade selbst schachmatt zu setzen. Müde wirkt der mächtige republikanische Verhandlungsführer John Boehner. Seine eigenen Leute versagen ihm die Gefolgschaft, obwohl er vorher so eindringlich an sie appelliert hatte. Liebe Kollegen, bitte unterstützt mich und lasst uns die Krise beenden. Doch der erzkonservativen Tea Party gehen die Einsparungen von rund $1 Billion nicht weit genug, das Parlament zerstritten. Mich wird meine Partei verprügeln, aber ich kann keinen Vorschlag zustimmen, der nur so wenig einspart. Wir haben nur noch 5 Tage, bis ein paar radikale Republikaner unsere Wirtschaft zerstören. Sie sind einfach unfähig zum Kompromiss. Das Weiße Haus bekam unangenehme Post. In einem Brandbrief beschwören die Chefs der wichtigsten Banken die Politiker. Die Wall Street-Bosse warnen vor den katastrophalen Folgen, falls Amerika nicht mehr seine Schulden zurückzahlen kann. Wenn es für die Regierung teurer wird, Kredite aufzunehmen, dann zahlen Firmen und auch jeder Einzelne mehr. Es gibt weniger Jobs und die Leute geben kein Geld mehr aus. Und das ist schlecht für die gesamte Wirtschaft. Noch soll der Präsident die Hoffnung auf eine Lösung nicht aufgegeben haben. Er will verhindern, dass Amerika zum ersten Mal in seiner Geschichte zahlungsunfähig wird. Viel Zeit bleibt aber nicht mehr. Bei uns ist jetzt jemand, der sich mit diesem Thema wirklich auskennt, denn er hat es selbst einst erlebt. Eine zahlungsunfähige USA. 1995 war das und zu dieser Zeit war John C. Kornblum einer der Chefdiplomaten von Präsident Clinton. Später wurde er Botschafter der USA in Deutschland. Heute ist er bei uns, er ist Manager in der freien Wirtschaft und Berater. Guten Morgen, John Kornblum. Guten Morgen. Wieder nichts geworden heute Nacht. Wie geht's jetzt weiter in den USA? Wie geht's weiter? Naja, man will wirklich versuchen, eine Einigung zu erzielen. Und ich glaube, die beste Chance besteht jetzt im Senat. Und um das zu erklären, muss man das System verstehen. Die zwei Häuser sind völlig voneinander unabhängig. Es ist nicht wie hier, wo es Verbindungen gibt. Und die große Gruppe der sogenannten Tea Party, die Leute, die nicht nachgeben wollen, sitzen im Abgeordnetenhaus, wo die Republikaner auch formell mindestens die Mehrheit haben. Wir sehen jetzt gerade, dass es keine gute Mehrheit ist. Im Senat haben die Demokraten die Mehrheit und es gibt keine, oder ein oder zwei, aber nicht viel Tea Party-Leute. Und die Führer der beiden Parteien im Senat sind schon dabei, einen Kompromiss auszuarbeiten. Wollen wir uns ganz kurz mal eben die Mehrheitsverhältnisse anschauen? Wir haben da so eine Grafik vorbereitet, dann sehen wir es noch mal ganz plastisch. Im Repräsentantenhaus haben die Demokraten bei den letzten Wahlen 193 Sitze gewonnen, die Republikaner 242. Die Mehrheit erreicht man also mit 218 Stimmen. Doch von den 242 Republikanern werden 87 der erzkonservativen Tea Party-Bewegung zugerechnet. Für eine eigene Mehrheit müssten die Republikaner also die Stimmen von 63 Mitgliedern der Tea Party für sich gewinnen. Ja. Nun wirkt es ja, John Kornblum, so, als wollten diese Tea Party-Anhänger partout keine Einigung, auch wenn es nur um $1 ging. Glauben Sie, dass man die rüberkriegen kann? Höchstwahrscheinlich nicht. Es sieht so aus, die haben bis spät in die Nacht, die sitzen wahrscheinlich immer noch da und haben es nicht geschafft. Aber deshalb ist der Senat wichtig. Man könnte einen Kompromiss im Senat ausarbeiten und durchführen, ohne Frage.
Und dann würden die Demokraten im Abgeordnetenhaus auch dafür stimmen. Und Sie haben gesehen, die haben 193 Sitze. Das ist mehr als genug, mit den Republikanern ohne Tea Party eine Mehrheit zustande bringen. Das ist mindestens im Moment, glaube ich, die Planung. Ob das klappt, wissen wir nicht. Aber das, im Grunde sieht das nicht so schlecht aus. Wäre sozusagen ein parlamentarischer Trick, um doch weiterzukommen. Aber bleiben wir noch mal ganz kurz bei dieser Tea Party-Bewegung. Zerreißt das gerade die republikanische Partei und gibt eine Unwucht in das amerikanische System? Es zeigt die Risse in dem amerikanischen System. Die Leute sind gewählt worden, weil die, wollen wir sagen, der normale Bürger jetzt irgendwie doch die Nase voll hat. Und man sieht natürlich Ähnlichkeiten wie in Europa. Der normale Bürger hat in Europa auch die Nase voll und wir sehen das auch in der Eurokrise. Auf beiden Seiten des Atlantik sind wir irgendwie doch jetzt an einer Scheidenstelle. Und diese Leute in Amerika sind gewählt worden mit einem Versprechen, dass sie keinen zusätzlichen Dollar für Steuer ausgeben werden und dass die Haushalte der verschiedenen Staaten, Bundesstaaten auch gekürzt werden müssen. Mhm. Punkt. Wir haben es vorhin angekündigt, Sie haben mal erlebt, was passiert, wenn es keine Einigung gibt. Nämlich 1995 war das. Wie ging es denn damals weiter? Na, es ging damals, wie man heute es sagt, es gehen sollte. Nur natürlich, die Defizite waren kleiner und die Konsequenzen waren kleiner. Und es hat zwei sehr wichtige Unterschiede gegeben. Wir waren mitten in Wirtschaftswachstum zu dem Zeitpunkt. Das war der Clinton-Boom, der wirklich sehr stark war. Und zweitens natürlich, die Republikaner hatten kein Tea Party. Aber der neue Chef der Republikaner damals, Newt Gingrich, meinte, er könnte genau wie jetzt ein Zeichen setzen, indem er die Haushalt bis zur Grenze führte. Das hat er getan. Es hat Monate gedauert, bis das alles wieder in Ordnung war. Und zwei Jahre später war seine Karriere zu Ende. Und sicherte die von Bill Clinton genau, für eine weitere Amtszeit. Könnte das denn genauso jetzt auch Obama geschehen, dass er die Republikaner ins Auslaufen lässt? Die wollen ihn ja als den Schuldenpräsidenten darstellen. Ja. Tatsächlich aber kriegt doch jeder in Amerika mit, wer da blockiert, oder? Ja, ich meine, viele meinen, dass er kein Interesse an einer Einigung hat. Das glaube ich nicht, weil, wie Sie in Ihrem Film gezeigt haben, die Konsequenzen würden ja ziemlich gravierend sein. Aber andersrum, ich glaube nicht, wenn man sieht, wie er sich jetzt verhält, dass er sich besonders anstrengt, um den Republikanern zu helfen. Und um es sehr klar zu sagen, die Vereinigten Staaten sind nicht pleite. Diese Sache hat nichts mit der Zahlungsfähigkeit der Vereinigten Staaten zu tun. Die hat damit zu tun, ob der Kongress dem Präsidenten berechtigt, weiterhin Geld aufzunehmen, um zu bezahlen. Und der Grund, warum das jetzt zu diesem Zeitpunkt passiert, ist, dass die Republikaner, auch angeheizt durch die Tea Party-Leute, diesen Zeitpunkt ausgewählt haben, um genau das, den Präsidenten ein Etikett als Schuldenpräsident zu setzen, in der Hoffnung, dass das in einem Jahr eine Präsidentschaftswahl ist, ihnen auch zum Sieg führt. Mhm. Aber um noch mal die Zahl klarzumachen, es geht um 1 Billion Dollar. Das sind 700 Milliarden Euro, so groß wie der Rettungsschirm für die ganze EU fast, um die die Schuldengrenze erhöht werden soll. Das ist 77 Mal passiert in den letzten 50 Jahren. Können Sie nicht die Leute verstehen, die sagen, wohin soll denn das führen? Da muss doch irgendwo auch wirklich mal eine Grenze eingehalten werden. Die können sich doch nicht immer wieder ihre Grenzen erhöhen. Naja, die Grenze ist eine künstliche Grenze. Ich meine, die Regierung nimmt Kredite auf, wenn sie Krediten aufnehmen müssen. Und sie reduziert ihre Ausgaben, um keine Krediten aufzunehmen. Obama hat eine Kommission einberufen, überparteilich, der sehr viele Empfehlungen ausgearbeitet hat. Aber, und hier kommt der Haken, ist auch für Europa wichtig, im Jahre 1962 haben die Vereinigten Staaten interessanterweise 52% des Haushalts für Verteidigung ausgegeben. Jetzt ist es 20%. Jetzt wird 70% des Haushaltes für sogenannte Zahlungen, direkte Zahlungen für Krankenversicherung, Altersrente etc. Die Verhältnisse im Staat völlig verändert hat. Ja. Und das große Problem, die aber eine längerfristige ist, wie bezahlt man alle diese Ausgaben für ältere und auch kranke Leute? John Kornblum, früherer Botschafter in Deutschland, heute Berater in der Wirtschaft. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Er sagt, die USA sind nicht pleite, sondern sie hätten dann nur nicht mehr die politische Erlaubnis, Geld auszugeben, könnten es aber weiterhin tun.